So. Und so, jetzt muss ich sehen. Moment, erstmal wieder eine Fackel hinsetzen. Machen wir erstmal dahin. Da kommt zwar wieder Stein hin dann. Aber das ist ja egal. So. Moment. Irgendwie habe ich mich da gerade vertan. So, ey, wie muss ich das jetzt machen? Ich brauche sowieso erstmal Glattstein, bevor ich hier weitermachen kann. Ich will nämlich erst das hier komplett fertig machen, bevor ich mich dann nach da vorne baue. Da unten, wir müssen... Ja gut, wir können da unten ja wieder... Gehen wir eben mal hin. Wieder in die Breite gehen, so. Oh, Kies, sehr schön. So habe ich mir... Nein. Vorgestellt dann. Genau. Zack. Und das weg hier. Da fällt Kies nach. Okay. Den baue ich ab. Da kann ich ja Bruchstein reinfüllen. Moment, aber erst noch eine Fackel. So. Ja, wieder eine schöne fette Kiesblase. Ich bin ja gespannt, wo das jetzt hinführt. Naja, falls uns da... Oh, da ist auch noch Kohle. Falls uns das Zollhaus über uns da zusammenbricht, dann bauen wir es wieder auf. Ey, Mensch, was da Kies ist. Cool. Und Kohle, noch mehr Kohle. Ja, alles weg damit. Ach ja, ich könnte mal wieder... ach ja, mal wieder was trinken, genau. Und eben eine Fackel setzen. Nee, war nur ein kleiner Schluck. Mir war gar nicht da. Naja, ich mache ja... Ich will jetzt ja nur... Ach Mensch. Moment, also jetzt hier. Die Finger wieder ordentlich auf die Tastatur und weiter geht's. Ich will ja nur eine Dreiviertelstunde jetzt immer aufnehmen. Und dann wieder Videos fertig machen, aber noch nicht rendern. Oh, da haben wir noch mehr Kohle. Ach, herrlich. Okay, also jetzt muss ich mal wieder ein neues Thema anschneiden. So. Ja, Kohle, Kohle, Kohle. Es ist jetzt gerade hier ein bisschen langweilig und deswegen nehme ich mal das nächste Thema. Ach, das mit dem Nordstadt habe ich ja vorhin erklärt. Genau, richtig. Deswegen. Nächstes Thema. Ich muss auch hier hingucken. Mensch, was da reinpasst, da dann Steinzeug. So, haben wir. Moment. Wir haben da jede Menge Bruchstein. Ich mache das alles wieder zu. Ich habe keine Lust, dass da jetzt ein Hohlraum ist. So, hoch da. Da. Okay, jetzt muss ich da noch. Ja, also nächstes Thema. Genau, nächstes Thema. Das wollte ich eigentlich anschneiden, wenn ich an der Rakete baue, aber das ist ja egal. Also im Zuge des Raketenbaus fiel mir was ein, nämlich, dass ich da auch einen irgendwie, also nochmal, ich muss halt ein bisschen weiter ausholen. So eine Reise dauert ja ein bisschen länger. Da muss ich irgendwie einen Tank oder sowas einbauen, wo ich mich in Kryostase begeben kann, damit ich das... diese lange Reise dann auch, also nicht so praktisch bewusst miterleben muss, sondern das einfach verschlafen kann. Und ich dann irgendwann in der Zukunft, wenn ich angekommen bin, wieder aufwache. Und aufgrund dieser Überlegung kam ich dann eben mal, ich muss mich eben orientieren, wo ich denn eigentlich, nein, ja, dann soll das eben zu sein. Kriege ich den Kies eben nicht. So, ja, hier. Da geht's weiter, da ist die Leiter. Okay, ich muss mich eben wieder orientieren. Und hier muss ich zubauen und das erweitern. Okay, jetzt gehe ich aber erst nochmal nach unten und baue hier wieder alles zu. Mensch, ist da viel. Also ja, in Kryostase.
Und da habe ich mir mal überlegt, wie das denn so sein wird oder würde, wenn man das hier so machen würde. Also ich meine, es gibt einige Leute, die sich da so einfrieren lassen, in der Hoffnung, dass man sie irgendwann mal wieder auftaut. Nun ja, ich glaube, die Technik ist noch nicht so weit, aber das wissen die wohl auch. Wie dem auch sei, das, hier komme ich jetzt gar nicht mehr. Doch, nö. Mist, ich muss eben so raus. Ich muss sowieso nach vorne laufen und was... Nee, Moment, Bruchstand kriege ich ja gleich. Ah, dann bleibe ich doch hier und baue den ab. Mensch. Soll ich es doch nicht so kompliziert machen? Hab doch alles da. So, hier. Ja, würde ich das machen, wenn ich das könnte? Hier, so, jetzt. Oder würdet ihr das machen? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich werde es gleich mal ein bisschen da so Überlegungen anstellen. So praktisch aus dem Stegreif. Mal sehen, ob ich da 5 Minuten voll kriege. Also erstmal ein bisschen so erklären, was das überhaupt ist. Also man begibt sich in einen, was auch immer, ich nenne es jetzt mal Tank, und wird praktisch eingefroren. Und irgendwann später in der Zukunft wieder aufgetaut. Ja, da, soweit so gut. Die Frage ist, würde man das machen? Denn, das so ganz einfach ist das ja nicht, ne? Man verlässt ja die Welt so, wie sie jetzt ist. Also man ist für die anderen Leute, die man dann da noch kennt, für die ist man dann ja tot, weil man praktisch weg ist. Die können nicht mehr mit einem reden, nichts mehr machen. Die können mal den Tank besuchen und mich dann vielleicht da drin schwimmen sehen. Okay, aber mehr auch nicht. Ja gut, das ist vielleicht besser als gar nichts, aber naja, das Wahre ist es eben auch nicht. So, sind wir noch auf der richtigen Ebene hier. 56, ja. Okay, also... Praktisch bin ich dann tot und ich für mich selbst auch. Aber wenn es so ist, dass ich wieder aufwache, gehen wir mal davon aus, dass das technisch klappt und so alles in Ordnung ist, dann würde ich also irgendwann in der Zukunft wieder aufwachen. Die Frage ist nur, also natürlich auch abhängig von wann, ich meine so 2-3 Tage oder so, das lohnt sich nicht und 2-3 Jahre auch nicht. Nein, ich gehe schon davon aus, dass das einige Jahrzehnte oder einige Jahre, je nachdem wie man will, einige Jahre, einige Jahrzehnte, vielleicht sogar einige Jahrhunderte ist. Und dann wird es natürlich interessant. Und... Okay, soweit so gut, diese Überlegung. Aber was wird dann sein, wenn man da aufwacht? Wird man da willkommen sein? Na gut, wenn man das nicht ist, brauchen sie einen nicht aufzutauen. Ne? Also, okay, so kann man es auch sehen. So, das mache ich dabei ganz zu. Da oben auch. Zack, 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 zack. Nee, Moment, da kann ich offen lassen, weil ich da Glattstein hinsetze. Naja, aber komm. Dann ist er erstmal zu. Okay, und jetzt wollte ich ja... Ach so, ich wollte ja sowieso nach vorne, um Glattstein zu holen. Ja, richtig. Weil ich ja erst den Verräter... Aber andererseits, ey, das ist doch völlig egal. Dann ist da eben... Dann ist da eben sowas hier. So. So, und dann muss man aber hier... das zumachen. Dann kann man da runter, okay, und hier weiter. Und da mache ich alles zu jetzt mit dem Stein hier. Oh, jetzt habe ich nur noch einen. Okay, jetzt bleibt mir wirklich nichts anderes übrig, als rauszugehen. Und, ach nee, das ist zu hoch. Zu niedrig, meine ich. So, aber hier komme ich raus. Okay. Ja, also zurück zum Tank. Da. Und hier. Ich wäre also dann, nehmen wir mal an, einige Jahrhunderte in der Zukunft. Also das wäre für mich das Reizvollste. Achso, nein. Hey, hallo, ich will da Leitern hinbauen. So, okay. Und also und wenn man mich da nicht haben will, ja gut, dann muss man mich ja nicht auftauen. Aber nehmen wir an, irgendwann würde man mich auftauen. Und dann wäre ich da. Was wäre dann mit mir? Wie hat sich die Gesellschaft bis dahin verändert? Was sind da für Lebensumstände? Gibt es da eine Dystopie? Also sind die Leute da irgendwie alle total komisch drauf? Oder ist Friede, Freude, Eierkuchen? Man weiß es ja nicht. Das Risiko hat man. Da gibt es ja viele Science-Fiction-Filme, wo man sich da Inspiration holen kann. Also letzten Endes weiß man es nicht.
Aber es sind dann auch so Sachen wie, kann ich mir dann in so einer fernen Zukunft mit dem, was ich so kann und weiß, eigentlich noch meinen Lebensunterhalt verdienen? Also das muss ich ja dann auch irgendwie machen, denn ich kann ja nicht davon ausgehen, dass das alles für mich dann so bereitsteht. Na, also ich werde dann wahrscheinlich einfach wieder irgendwie, keine Ahnung, eine neue Lehre machen müssen oder irgend sowas. Nein. So, ich wollte hier noch einen Bruchstein hinbauen. Zack, okay. Ich sollte mal gucken, ob ich überhaupt in der richtigen Richtung unterwegs bin. Nicht, dass es die verkehrte ist. Aber sollte wohl. Vielleicht wäre es besser, die Leiter auf der anderen Seite zu machen und nicht da hinten. Ja, das gefällt mir besser. Ja, aber dann kann ich ja... Nee, dann muss ich sie dahin machen. Okay, das ist ja auch gut. Moment, also Leiter dahin. Richtig, so. So, genau, es geht gegenüber von der Leiter weg und das ist die Richtung. Ah, wie ich sehe, kommen wir da unter dem Schuppen gar nicht durch. Na, das macht nichts. Dann werden wir den schon wieder irgendwie anschließen können. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal hier weiter. So, ja, also kann ich mir dann in der fernen Zukunft meinen Lebensunterhalt verdienen? Mit dem, was ich so kann und weiß. Ich weiß es nicht, ne? Müsste man sehen. Aber das ist wohl das geringste Problem, denn man kann ja wieder irgendwas Neues lernen und dann kriegt man das hin. Aber wie sieht's aus mit Gesundheitsversorgung? Sind die Leute da in der fernen Zukunft in ein paar Jahrhunderten? Man weiß ja nicht, wie weit sich die Medizin weiterentwickelt. Sind das dann vielleicht Cyborgs oder so? Dass man da so als total Exot dasteht und erstmal total eklig rüberkommt. Das ist ja noch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Das ist ja kein halber Roboter oder irgendwie sowas. Das kann ja sein. Finde ich total cool. Naja, aber wäre es das wirklich? Ach doch, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Naja, wie dem auch sei. Also sowas könnte auch sein. Und dann auch noch so Sachen wie so sprachliche Weiterentwicklung. Ich meine, wenn man jetzt ein paar hundert Jahre in die Vergangenheit geht, so ins Mittelhochdeutsche oder so, das ist vom Deutschen jetzt schon einiges entfernt, aber es ist immer noch Deutsch. Also man muss sich da ein bisschen reinhören und dann versteht man das wieder. Es wird allerdings in einigen hundert Jahren also Deutsch sowieso nicht mehr geben, so wie es jetzt das Deutsche gibt, aber vermutlich wird das so ein Mischmasch aus Englisch sein oder man spricht nur noch Englisch beziehungsweise einen Ableger von Englisch, eine Weiterentwicklung. Aber andererseits, nee, das ist auch Unsinn. Es hat schon immer unzählige Sprachen gegeben, aber man muss auch sehen, noch nie in der Geschichte der Menschheit konnte Kommunikation über weite Entfernungen zwischen Völkern, also zwischen Leuten mit verschiedener Sprache, so einfach und so leicht stattfinden. Deshalb, ich meine, das gab es damals natürlich auch schon, ne? Und da bildeten sich ja auch diese sogenannten Lingua Franca raus, also diese Einheitssprachen oder diese Verkehrssprachen, das wird es da auch geben. So, ich mache hier einfach stumpf wieder zu, weil ich keine Lust habe, hier das offen zu lassen. Moment, hier das auch alles, ja. Und ich kann die Fackel hinhauen. Ja gut, aber auch Sprachen kann man lernen. Das wird vielleicht eine Weile dauern, aber ja, es wird gehen. Ja, was fällt mir denn dazu noch ein? Ansonsten, ja, ich meine, alles Spekulation. Wie wird das Leben da sein? Wie wird die Welt aussehen? Wie wird die Umgangsformen aussehen? Man wünscht sich ja immer, dass endlich dass es endlich keinen Krieg mehr gibt, aber das glaube ich auch nicht. Interessant wäre es allerdings schon, wenn man irgendwie die Grundversorgung so regeln könnte, so mit reinem Wasser, mit sauberem Wasser, mit Nahrung und so weiter, Produktionsstätten und so weiter, alles automatisiert sind, dass die Menschen praktisch nur noch danach streben können, sich selbst zu verwirklichen, irgendwie was zu lernen, sich künstlerisch zu betätigen oder sowas, halte ich für sinnvoll, aber andererseits muss man auch bedenken, es ist ein riesiges Potenzial, was dann frei würde und es gibt einfach Leute, die einfach dumm sind, die mit ihrer Zeit nichts anzufangen wissen, die müssen irgendwie beschäftigt werden, sonst machen sie nur Unsinn. Das sieht man ja heutzutage auch schon so. Aber ja, ne?
Ich spekuliere schon wieder. Und ich spekuliere schon zu lange, weil ich ja schon wieder eine... Ach, das sieht aber gut aus hier so. Ja, und wir kamen auch schon richtig weit. Okay, liebe Leute, die Zeit ist abgelaufen. Jetzt werde ich eine Aufnahmepause machen, die Sachen zusammenschneiden und dann geht's danach wieder weiter. Also vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das Thema war einigermaßen interessant. Und dann also bis zum nächsten Mal. Tschüss.